Ja, Werner. Ja, herzlich willkommen hier erneut aus Blitzhausen. Neben mir Markt Hotel. Die meisten werden ihn kennen. Das ist derjenige, der das tolle Kartenspiel gemacht hat vor 2-3 Jahren. Aber nicht nur das war eine gute Idee. Ich glaube, es war auch grundsätzlich eine gute Idee, dass du Läufer geworden bist. Und jetzt bist du hier in Blitzhausen gestartet. Du hattest langwierige Verletzungen gehabt. Aber ich denke, heute sah das doch schon wieder sehr solide aus, oder? Was sagst du? Ja, also ich bin auf jeden Fall mega zufrieden mit dem Einstieg. Genau, bin über 1600 gestartet, über 1000 auch, fast 3 Sekunden schneller eingestiegen als letztes Jahr, also kann mich absolut nicht beschweren. Jetzt nochmal als WA-Programm hinten rauf eine flotte 600, auch 3 Sekunden Bestzeit, also für den Einstieg ganz gut, auch aus dem Training eigentlich und von daher alles im Plan. Also Bestzeiten sind natürlich immer so das Salz, so ein bisschen in der Suppe, auch wenn manchmal die Platzierung vielleicht was anderes dann aussagt. Sag mal noch was zu den Rennen. Du bist heute Mittag ja die 1000 gelaufen. Genau, die 1000. Das Ding ist, also ich wusste, von oben bin ich wieder einigermaßen gut drauf. Was von unten so da war, waren wir uns ein bisschen unsicher. Deshalb war der Plan, einfach ein bisschen verhaltener anzugehen. Habe ich, denke ich, auch ganz gut umgesetzt. Und genau, hinten raus bin ich eigentlich immer relativ flott und das hat eigentlich auch gut hingehauen. Dann 3,5 Stunden später die 600, für mich als 15-Meter-Läufer, der dann eigentlich sogar Tendenz irgendwie ein bisschen nach oben hat, ist 600 dann eigentlich ja voll Sprint. Aber hat man gemerkt, die ersten 400, die waren ganz schön hart, ne? Wirklich, ich bin alles angelaufen, was ich hatte und war nach 200 Metern letzter. Es ist wild immer, aber hat gut hingehauen. Ich glaube, wir sind eine 50 hoch, bin ich sogar noch durch. Aber konnte es eigentlich ganz gut stehen, von daher mega zufrieden auch damit, ja. Ja, sag doch nochmal was zu deiner Verletzung. Was war das und wie bist du da wieder rausgekommen? Genau, also ich war im Winter 4 Monate verletzt, hatte eine Schleimbeutelentzündung am Knie, die dann chronisch wurde. Und ja, das Problem war, am Anfang konnte es keiner wirklich richtig diagnostizieren. Da ging eigentlich schon relativ viel Zeit drauf. Also das Ganze ist passiert im September, eigentlich so 3 Wochen nach Wiedereinstieg ins Training im Trainingslager in St. Moritz. Auch wenn da eigentlich noch gar keine Intensitäten oder viele, viele Umfänge da waren. Genau, habe dann auch mit Reha alles probiert, aber im Endeffekt hat es einfach seine Zeit gebraucht. Der Körper war einfach noch nicht bereit. Und dann, als es rum war, bin ich mit Robert Faken, die meisten kennen wahrscheinlich auch, direkt in der ersten Trainingswoche eigentlich nach Südafrika, weil er auch keine Hallensaison dann mehr gemacht hat. Und wir haben uns super verstanden, haben mega gut trainiert und lief dann auch gut in der Vorbereitung. Ja. Apropos, warum ist Robert nicht da? Ich sehe sie immer, trainieren tut er ja recht viel, ja? Wo ist er? Ja, ich glaube, Robert ist gut in Shape. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er macht. Drücke ihm auch alle Daumen für die nächste Woche. Ich glaube, er startet in Karlsruhe in die Saison. Und genau, dieses Jahr nicht in Blitzhausen. Ja, es ist ja auch immer ein weiter Weg, aber Dessau ist dann wahrscheinlich auch mit auf dem Programm, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir so weitergeht. Ja. Werdet ihr irgendwann aufeinandertreffen? Habt ihr euch schon irgendwo einen Termin auserkoren? Ja, je nachdem, was da läuft, dann spätestens beim Deutschen. Dessau, also ich weiß, bei ihm den Plan hundertprozentig kenne ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob er vielleicht doch internationale Starts machen wird. Ich werde auf jeden Fall in Dessau laufen. Wahrscheinlich noch ein Rehling danach und dann stehen die Deutschen eigentlich mehr oder weniger schon vor der Tür. Von daher, so viel Zeit bleibt auch nicht mehr, aber nach den Deutschen gibt es dieses Jahr sicherlich ein Aufeinandertreffen. Jetzt muss ich natürlich nochmal nach den Zielen fragen, was hast du dir noch so zeitlich vorgenommen, wo willst du am Ende der Saison stehen? Ist immer so eine schwierige Frage, also Bestzeit soll natürlich sein. Ich denke, mit dem Jahresbesten Platz letztes Jahr über 1500 kann ich mir ja schon ein bisschen was ausrechnen. Ich glaube, mit dem großen Ziel Olympia kommt für mich vielleicht ein kleines bisschen früh, aber ich werde natürlich trotzdem alles dran setzen, so schnell wie möglich zu rennen. Und ja, zeitlich gesehen, sage ich mal, jetzt bei 38,0 steht die PB, so Richtung 36 wäre schon schön. Alles, was schneller geht, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber bislang läuft das Training gut und die Saison ist lang, also mal schauen, wohin geht's. Wäre dir auf jeden Fall zu wünschen, weil auch letztes Jahr hast du ja einen riesen Leistungssprung gemacht. Ne? Das war ja übelst krass, fand ich. Ja, weiß ich, bist du wahrscheinlich selbst so ein bisschen geflecht davon oder hast du das immer schon im Training so parat gehabt? Weil zugegeben, wir hatten es jetzt nicht so auf dem Schirm und auf einmal merkt man so, unter 3,40 und so, das war echt cool, ja? Ja, mega. Also letztes Jahr war ich mega geil. Ich war
ich war eigentlich schon, also die ganze Saison relativ gut drauf. Ich bin relativ früh letztes Jahr auch in die Saison gestartet. War eigentlich zu den Deutschen mega fit, aber hatte in der Woche eine Lebensmittelvergiftung, weshalb es dann am Ende mit der Platzierung nicht ganz so hingehauen hat, wie ich wollte. Aber war mega happy, dass es dann endlich nach wirklich 3 Jahren, sag ich mal, relativ schwierigen Jahren, endlich mal geklappt hat. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr anknüpfen kann. Ja, das sieht man es wieder, ne? So die Kontinuität und das kontinuierliche Training und so weiter zahlt sich dann aus. Und immer Chapeau, dass ihr da so lange durchhaltet und so 3 Jahre dann oder 4 Jahre. Oder es gibt halt immer mal eine Durststrecke, um das nächste Level zu erreichen. Ja, das ist alles sehr, sehr harte Arbeit. Also coole Sache. Jetzt müssen wir aber nochmal, ich habe es eingangs erzählt, mit deinen Karten, ja? Das war ja auch ein Projekt, ein Nebenprojekt, mit viel Arbeit verbunden. Gibt es jetzt eine Fortsetzung dazu? Es gibt tatsächlich eine Fortsetzung. Die Fortsetzung war eigentlich schon letztes Jahr angedacht, hat sich aber durch diese ganze Corona-Geschichte ein bisschen verzögert. Und wir haben gesagt, wir machen es dann für diese Saison. Es wird eine andere Disziplin sein, diesmal nicht die Mittel- und Langstrecke. Viel mehr will ich noch gar nicht verraten. Aber bleibt doch nicht mehr so viel übrig, ich sage aber auch nichts. Aber genau, wird auf jeden Fall eine Fortsetzung in naher Zukunft geben. Ja. Cool, also da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Und ja. Du musst zur Siegerehrung, wurde hier gerade direkt noch gesagt. Also vielen lieben Dank für deine Zeit und alles Gute, dass nicht noch irgendwie unverhofft und ganz schnell wieder eine Verletzung passiert. Und dann, ja, wir sehen uns bei den nächsten Meetings, ja? Vielen lieben Dank, Dankeschön. Ciao. Ciao.